Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Video über Bing mache, aber da sind wir heute. Ja, damit herzlich willkommen zu Hebis Tech Lab, wo wir uns heute einmal, auch wenn ich es kaum glauben kann, uns Bing anschauen. Denn ich habe Zugriff auf die neue Chat-Funktion von Bing bzw. auf die OpenAI-Funktionalität bekommen. Und ich fand das eigentlich ein ganz wichtiges Thema. Darum gucken wir uns das Ganze mal ganz rudimentär heute an. Also es wird kein großes Highlight werden, sondern ich will einfach nur ein paar Kleinigkeiten machen, um euch mal zu zeigen, wie cool das eigentlich ist aus meiner Sicht. Und jetzt schnacken wir nicht lange rum und switchen direkt einmal rüber. Da sind wir auch schon bei der kleinen Live-Demo und ich bin jetzt einfach mit einem Private-Fenster auf Bing und wir können jetzt zum Beispiel mal verschiedene Sachen suchen. Das heißt, lasst uns mal nach Hebis TechLab zum Beispiel suchen. Dann ist es so, dass ihr aktuell, wenn ihr auf Bing seid, die Datenschutzregeln lehnen wir ab. Ihr habt ganz normal die Suche bei Bing, kennt ihr ja alle. Und hier oben habt ihr jetzt einen Punkt, der heißt Chat. Wenn ihr hier drauf drückt, könnt ihr euch auf die Warteliste setzen lassen hier unten. Das heißt, ihr bekommt irgendwann einen Zugriff auf diesen Chatbot. Im Private-Fenster bin ich jetzt hier nicht angemeldet, drum komme ich nicht rein. Das ist dann für euren Microsoft-Account hinterlegt. Das heißt, ihr braucht einen Microsoft-Account, meldet euch an, setzt euch auf die Warteliste und dann ist gut. Ich habe da schon mal als Web-App an sich installiert das Thema und hier haben wir dann Willkommen beim neuen Bing. Da haben wir diesen Chat. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Suche gehen, ganz normal, und suchen hier wieder nach Hebis TechLab, bekommen wir ganz normal auch die normale Bing-Suche und manchmal ploppt hier rechts dann auch entsprechend noch ein kleiner Chat auf, der das Ganze macht. Ansonsten könnt ihr hier oben auf Chat einfach gehen und könnt hier auch einfach den Bot was fragen. Beziehungsweise die Suchen werden automatisch auch schon reingegeben und nach einer gewissen Zeit wird er hoffentlich euch irgendwas sagen. So, Hebis Tech is a YouTube channel that features tutorials and videos on tech topics such as PC building, OBS and gaming. It was done in 2009 by a German streamer named Hebis. Das ist falsch. What are you looking for specifically? How to build a PC? Man kann sich dann mit den Antworten auch so durchklicken. Das heißt, anders als bei ChatGPT habt ihr hier auch verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und was das Coole jetzt hier an Bing ist, dass er die Suchen, die von Bing kommen, entsprechend durch diesen ChatGPT beziehungsweise durch diesen OpenAI-Thematik dann durchpackt und diese Suchergebnisse dann entsprechend filtert und bearbeitet. So, building a user process involves choosing compatible components, assembling in a case and installed an operating system, bla bla bla. Das sind hier ein paar Steps einfach dann. Do you want more details about those steps? Und was ich extrem feiere tatsächlich, ist die Tatsache, ihr habt hier unten die jeweiligen Quellen, die er mit heranzieht, wo er Sachen findet. Wir haben jetzt hier Toms Hardware, TechRadar, Windows Central und die Website von Crucial. Und das ist mega cool, weil natürlich ist es so, und das gleiche Problem hatte man auch mit ChatGPT, dass durchaus mal sich der Algorithmus, die KI, irren kann mit dem, was sie euch an Ergebnissen liefert. Das heißt, ihr könnt natürlich immer noch hergehen und könnt entsprechend das Ganze in die richtige Richtung parken, nochmal nachfragen, gucken, ob das passt und so weiter. Aber ihr könnt auch einfach nachlesen, wo er sich das hergezogen hat und dann einfach direkt auf die Links gehen und euch das Ganze angucken. So, das heißt, wir machen hier jetzt mal so einen Tab auf. Jetzt habe ich ihn weggeklickt. Zack. Und dann sind wir hier bei Toms Hardware mit How to Build a PC und so weiter. Ist jetzt hier dann diese Dingens hier drin, da komme ich gar nicht weg, weil dieser komische Mechanismus damit drin ist. Aber das ist eine Extension, die ich habe. Aber prinzipiell, so funktioniert das. Und das funktioniert mega gut. So, jetzt haben wir hier diese Steps from Toms Hardware, was man alles braucht, wie man jetzt einen Rechner zusammenbaut. Und das muss man jetzt einfach gegenprüfen und schauen, ob das passt. Man kann die unten drauf drücken. Das heißt, wir löschen dann das Kurzzeitgedächtnis. Genau wie bei ChatGPT ist das immer Session-basiert. Das heißt, wenn ich mal hier drauf drücke, neues Thema, dann löscht er alles und dann kann man damit entsprechend wieder sauber umgehen bzw. das sauber realisieren.
So, jetzt fragen wir mal, wie installiere ich Adobe Creative Cloud? Und das Einzige, was man sich eigentlich ändern muss, ist, wie man Fragen stellt. Also nicht mit irgendwelchen Passwords, sondern einfach, ihr fragt diese KI, wie ihr einen Menschen fragen würdet, wenn ihr ein Problem habt. Und dann sagt ihr hier, hallo, das ist Bing, ich kann helfen, Adobe Creative Cloud zu installieren. Und dann gibt es hier eine Anleitung, die Software zu installieren, müssen zuerst Installationsprogramm runterladen, die, welche Applikation möchten Sie installieren? Und dann sagen wir alles. Mal gucken, was zurückkommt. Und dann haben wir jetzt hier Adobe Creative Cloud alle Applikationen installieren. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich verstehe, um alle von Adobe Creative Cloud, sonst müssen Sie ein Abonnent anbieten, das alle Applikationen enthält. Deshalb gibt es ein Angebot, bei dem Sie über 50% Rabatt auf Creative Cloud mit allen Applikationen erhalten können. Das Angebot gilt bis 8. Februar. Aha. So, nachdem das abgeschlossen ist, haben Sie bereits ein Abonnement für die Creative Cloud? Ja. Wichtig ist übrigens auch, diese KI irrt sich manchmal. Ich hatte nämlich mal das Thema, dass ich meinen Gaming-Channel gesucht habe, dass mir was über den erzählen sollte. Und dann hatte ich über 1000 Abonnenten auf dem Kanal, die ich nicht habe. Aber das nur so. Also manchmal ist die KI liegt doch einfach falsch, beziehungsweise nicht die KI, sondern die Bing-Suche hinten dran. Das ist meistens das Problem. So, kannst du mir ein PowerShell Skript dafür bereitstellen. Mal gucken, ob das geht, weil das ist der eigentliche charmante Vorteil von dem Thema, dass man sagt, okay, ich habe irgendeine Frage, wie kann ich das machen? Jetzt möchte ich hier zum Beispiel die Creative Cloud installieren und jetzt hätte ich gerne ein PowerShell-Skript dafür, wie das funktioniert. Okay, er erstellt eins. Um ein Skript zu erstellen, müssen Sie erst den Creative Cloud Package Manager runterschlagen und installieren. Dann können Sie den Package Manager verwenden, um ein Paket mit der gewünschten Applikation zu erstellen. Schließlich können Sie ein Skript schreiben, das das Paket ausführt und die Applikation installiert. Holy crap! Start Process, Build Setup, Excel, Name. Ah, okay, dann muss ich es aber runterladen dann. So. Haben Sie Fragen zum Skript oder Creative Cloud Package? So. Um ein Skript zu erstellen, müssen Sie zuerst den Creative Package herunterladen und installieren. Ah, okay, das kommt hier aus der Hilfe von Adobe. Wenn ihr hier drüber hovert, ihr seht, es ist unterstrichen. Dann kommt entsprechend der Link, wo er das Ganze her hat. Das sieht man dann auch. Und dann hat man das entsprechende Skript. Okay, das ist schon mal ganz gut. So, das könnte man jetzt halt machen hier mit Wait Process. Sieht eigentlich ganz okay aus. Wir legen einen neuen Ordner Adobe an. Dann wird Pfad zum Paketbild wird entsprechend von da nach dahin kopiert, dann wird es da entsprechend ausgeführt mit Silent. Okay, dann installiert das. Dann wartet er, bis das Setup abgeschlossen ist. Und dann entfernt er praktisch den Adobe-Ordner vom Desktop wieder, weil der nur temporär war. Okay. Ist eigentlich, glaube ich, gar nicht mal falsch. Interessant. Natürlich kann man jetzt noch sagen, dass man andere Sachen machen möchte. Und das ist halt das so ein bisschen entspanntere. Wir fragen mal, kennst du Lord Epipod? Fragen wir mal. Und das ist eigentlich sehr, sehr witzig, weil er nimmt viele Sachen ab. Natürlich ist das jetzt, was man in so einem Demo-Case machen kann, ist immer schwierig. Ich habe ihn auch schon Fanfiction schreiben lassen, etc. Hallo, das ist Bing. Ich kenne als deutschen Streamer und YouTuber, der hauptsächlich Overwatch spielt. Er hat auch Kanäle für Gaming und Technik und ist auf Instagram. Was möchtest du wissen? Welche Spiele spielt er am häufigsten? Jetzt bin ich gespannt, was als Antwort zurückkommt, weil hier sieht man oftmals auch, was oder die Fehler der KI. Die hat nämlich letztens gesagt, dass ich Resident Evil Village gespielt habe. Aber das habe ich nie gespielt. So, Lords and Youthfinger spielte vor allem Overwatch, aber auch andere Spiele wie Hogwarts Legacy, Minecraft, Cyberpunk. Sind Sie ein Fan von ihm? Ja, ich mag seine Videos. Ich hoffe ja auch. Gerne Abo da lassen. Cyberpunk habe ich, glaube ich, nie gespielt. Habe ich Cyberpunk gespielt? Ich glaube, ich habe Cyberpunk, glaube ich, nie gespielt. Was gefällt mir? Sein Humor. Seine Spielweise, seine Stimme. Das ist mir schwierig. Ich sag die Spielweise, weil Stimme und das andere ist sehr, ja, interessant.
Spielen Sie auch Overwatch? Ja, ich spiele es oft. Mal gucken, ich bin mal gespannt. Ich habe das noch nie so gemacht, das durchgeklickt. Lustigerweise ist so, ich hatte das mal mit einem Kumpel von mir, weil der streamt ja auch auf Twitch. Welchen Helden spielen Sie am liebsten? Widowmaker. Was? So it looks like I need to chat about something else. Click new topic, please. Jetzt bin ich gespannt. Kommt das zurück? Okay. Das mag er nicht. Das ist so ein Flag vermutlich, so ein Wort, wo er einfach abbricht. Ich habe einen Kumpel, der streamt auch. Kannst du mir etwas über Copa 1005 erzählen? Und das ist einfach, klar, ihr könnt das alles mit Google selber machen. Man kann mit Tappen, kann man es auch dann vervollständigen. Da wird immer grau dann eingetragen, was er praktisch macht. Aber ich muss tatsächlich sagen, um mal aus diesem direkten Use Case reinzukommen, ich hatte auf Arbeit schon gewisse Problemstellungen, Herausforderungen, die ich tatsächlich damit einfach lösen konnte. Das heißt, ich habe mir einfach die Frage gestellt und habe dann die Lösung dann bekommen und musste mich nicht durch irgendwelche Stack Overflow-Titel, Dokumentationen etc. wühlen, weil ich mir einfach gesagt habe, was ich machen will, und dann hatte mir entsprechend ein Skriptchen gebaut. So, Cooper 1005. Er macht Videos über verschiedene Spiele wie Star Trek Online. Star Trek Online hat er nur kurz gespielt und ist ewig lange her. Interessant. Schauen wir mal, ob da hier was kommt. Also, wie gesagt, das ist ein bisschen jetzt eine Spielerei, weil es ist immer schwierig, einen vernünftigen Use Case zu finden, den man in so ein Video packen kann. Ich wollte es einfach nur zeigen, weil es mega cool ist. Jetzt zeigt auch, wie er das Playmobil-Puppen... Das hat er nie gemacht. Playmobil, mein großes Puppenhaus, komplett eingerichtet. Das hat der Cooper nie gemacht, tatsächlich. Da muss ich nur gleich mal einen Screenshot schicken davon. Star Trek Online hat er gespielt, ja. Aber das Puppenhaus hat er nie gemacht. So, wer ist der bessere Streamer? Cooper 1005 oder Lord Hippiehood? Schauen wir mal, wer der bessere Streamer von uns ist. Ist mega witzig, weil er hat nie das Puppenhaus gespielt, das meine ich damit. Und die KI denkt, dass das mega richtig ist, was sie da tut. Aber ist es teilweise gar nicht, weil teilweise sind die Sachen echt falsch. So, schwierige Frage, ich nicht beantworten. Beide Streamer haben ihre eigenen Stärken und Vorlieben. Cooper spielt mehr Star Trek Online und richtet Playmobil ein, während laut auf Overwatch spezialisiert und andere Titel spielt. Sie scheinen auch befreundet zu sein und manchmal auch zusammen zu spielen. Vielleicht können Sie auch selbst ein Bild machen, indem Sie Ihre Videos oder Streams ansehen. Oder möchten Sie lieber mit was anderes reden? Das ist mega witzig und das ist genau das. Die KI denkt jetzt und wehrt sich vehement, dass Cooper Playmobil gespielt hat. Guck mal, Cooper 1005 richtet kein Playmobil ein. Mal gucken, wie sie darauf reagiert. Und das ist dann noch das Ende dann. Ich wollte einfach nur zeigen, es ist mega witzig. Man muss, sie liegt oft auch falsch. Sie geht oft mal auch in eine komplett andere Richtung. Und da muss man einfach ein bisschen noch, ja, mehr genauer darauf achten dann. Aber das Witzige ist, es hilft, es macht vieles einfacher und ich habe tatsächlich Bing als komplette Standardsuche gemacht und Google rausgeworfen. Seid ihr entschuldigt, ich habe keine Information gefunden, die das Bestellung überlegen. Vielleicht habe ich mich geirrt oder etwas verwechselt. Können wir über was anderes reden? Versucht das Thema zu ändern. So, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Cooper unterstützen können. Sie können seine Videos auf YouTube ansehen, kommentieren und teilen. Auf YouTube macht er nichts mehr. Sie können auch auf Twitter folgen und seine Tweets liken und retweeten. Ja. Yeah. Oder Sie können eine Spende über PayPal oder Patreon zukommen lassen, wenn er diese Option anbietet. Warum möchten Sie Cooper unterstützen? Ja, weil er lustig ist. Der Cooper ist echt lustig. Thanks for this conversation. I've reached my limit. Will you hit a new topic, please? Okay, also man kann das nicht endlos durchziehen. Das haben sie ein Limit gemacht, offenbar. Das gab's vorher nämlich nicht. Aber die haben das gestern, glaube ich, hatten sie die KI offline genommen ein bisschen. Und so noch ein bisschen getuned. Auf jeden Fall, ja. Das ist das neue Bing. Ich finde, es funktioniert mega gut. Ich frage mich nur gerade, warum hier diese Ansicht nicht da ist. Ich muss mal gerade gucken, ob ich zufällig
die andere Seite hier einfach mal hochnehmen kann. Und zwar, wenn ich jetzt hier einfach suche nach Cooper 1005, dann kommt hier das, was ich noch zeigen wollte. Weil so sieht das nämlich eigentlich dann aus, dass er dann hier diesen Chat nämlich hat. Und dann sieht man das auch gleich. Das heißt, ich habe dann hier und dann kann ich hier unten auch weitere Informationen, komme ich weiter. Dann kann ich auch hier sagen, lassen Sie uns chatten. Und dann springt ihr hier oben direkt in den Chat rein. Dann habe ich genau das hier. Also die Integration von dem Chat ist momentan noch ein bisschen, ja, ausbaufähig. Aber ist auch, wie gesagt, nur erstes Dingens mit Warteliste, dass man draufkommt etc. Wenn das dann später mal nativ im Edge direkt drin ist, da gibt es auch schon entsprechend einen Dev-Build, wo Microsoft Edge der Bing-Suche mit dem Chat mit drin ist. Und wenn die das in Windows 11 vielleicht noch einbauen, dann wird das, glaube ich, sehr, sehr cool. Und ich freue mich sehr drauf, weil es hat mir echt schon viele Sachen das Leben ein bisschen einfacher gemacht. Und es ist witzig. Es ist mal was Neues und macht auch tatsächlich so eine KI, so eine Schnittstelle für jedermann zugänglich. Wie gesagt, stellt einfach die Fragen, setzt euch auf die Warteliste, probiert es gerne selber aus. Würde ich mich sehr freuen und bin gespannt auf euer Feedback. Und jetzt zurück zur Abmoderation. Also wie ihr gesehen habt von den Suchen her, es war jetzt nicht so komplex, was ich gemacht habe. Aber wie ich schon in der Demo erwähnt habe, ich habe während der Arbeit, ich habe mir Code-Snippets bauen lassen für Software-Paketinstallationen über PowerShell beziehungsweise auch über Bash, die extrem gut funktioniert haben. Ich habe mir Troubleshooting-Tipps geben lassen, dass wenn irgendwas nicht funktioniert, habe ich einfach die Fehlermeldungen reingepasst. Gesagt, hi, kannst du mir bitte das Problem mal lösen? Hast du eine Idee, wieso das Problem auftritt etc.? Und ich muss persönlich sagen, die Bing-Suche, so unfähig sie ja manchmal ist im Vergleich zu Google mit dem Chat-GPT-Thema hinten dran, OpenAI-Thema, wie auch immer man das nennen möchte, mit der Bing-KI-Suche ist es tatsächlich so, dass es zumindest ein bisschen vernünftiger wird, einfacher wird und schneller wird. Jetzt, wenn noch Bing die Suche an sich selber deutlich besser werden würde, könnte, glaube ich, das ganze Thema deutlich an Fahrt aufnehmen. Also ich bin sehr begeistert davon. Wie gesagt, wenn ihr das machen wollt, setzt euch auf die Warteliste. Das dauert in der Regel ein paar Tage, dann kommt ihr da dann auch drauf. Und dann bin ich mal auf euer Feedback gespannt, auf eure Meinung gespannt. Experimentiert gerne mal ein bisschen damit rum. Link gibt es unten auch in der Videobeschreibung dann dazu. Ansonsten schreibt mir, wie gesagt, euer Feedback rein, was ihr gemacht habt, wie eure Erfahrung damit ist, wenn ihr Zugriff darauf habt oder was ihr davon haltet. Ich feiere das extrem, ich finde es mega gut. Ihr könnt euch mal eine Fanfiction überlegen. Schreibt mir eine Fanfiction zu Lord Heavycoat, ist mega lustig. Habe ich machen lassen, war ein Lacher. Oder ihr kommt auf den Discord, weil im Discord findet ihr die Fanfiction dann auch, da habe ich sie nämlich gepostet. Ja, das war's mit dem Video. Lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns dann am nächsten Sonntag wieder zum nächsten Thema. Ansonsten natürlich lasst gerne einen Daumen nach oben, da euch das Video gefallen hat. Ansonsten auch gerne natürlich den Kanal abonnieren und die Glocke nicht zu vergessen zu aktivieren. Freue ich mich natürlich sehr. Und wenn ihr nicht genug von mir habt, schaut auf Twitch vorbei, meinem Gaming-Kanal, meinem Twitch-Archiv, meinem Clips-Channel oder meinem Overwatch-Kanal. Links dazu gibt es alles unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Restsonntag und bis nächste Woche. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.